Wir befinden uns hier in den Ausstellungsräumen des Dresdner Kupferstichkabinetts, in der Ausstellung zu Adrian Zegen, Wegbereiter der Romantik. Adrian Zegens Ausbildung zunächst bei seinem Vater und später in Bern bei Jörn Ludwig Aberli war ausgerichtet auf das Erlernen des Kupferstichs. Und er hat dann bei Aberli eine Technik des Kupferstichs kennengelernt, die eigentlich für seine ganze weitere Laufbahn auch wichtig gewesen ist. Er ist dann mit Aberli zusammen nach Paris gegangen. Dort war Johann Georg Wille ein bedeutender Kupferstecher, der sehr viele internationale Kontakte hatte. Wille wiederum ist angefragt worden, in Dresden als Lehrer für Kupferstich an die neu gegründete Akademie zu kommen. Er hat das von seiner Seite für sich nicht in Betracht gezogen und hat stattdessen Zegen vorgeschlagen. Wir haben hier vier Darstellungen des Eubien von Adrian Zegen, beziehungsweise zurückgehend auf eine Zeichnung von Adrian Zegen. Hier links, das größerformatige Blatt, ist als Zeichnung ausgeführt, die dann in etwas kleinerem Format als Radierung, als Umrissradierung zunächst umgesetzt wurde und die wir hier in drei verschiedenen Fassungen sehen können. Jedes obere Blatt zeigt im Grunde genommen die erste Bearbeitungsstufe. Man hat den Gegenstand als Umrissradierung festgehalten und dann bestimmte Partien, die schattig, die dunkel sein sollten, in Aquatinta angelegt. Das ist also ein Blatt, auf dem noch gar nichts mit dem Pinsel gearbeitet ist. Es ist eine reine Radierung. Wir haben dann darunter praktisch diese Radierung ausgearbeitet mit Sepia, Pinsel in Sepia angelegt. Diese Art von Ausführung wurde dann in der Werkstatt Zings gemacht. In diesem Fall wissen wir, dass die Radierung selber vor allem von Karl August Richter, von Zings Schüler und Werkstattmitarbeiter Karl August Richter, erarbeitet wurde. Und das Ausarbeiten in Sepia, das kann dann aber eben auch jemand anders gemacht haben. Wir haben dann hier links noch einmal die gleiche Platte, die gleiche zugrunde liegende Radierung, einen Abdruck davon. Dort ist es als Aquarell ausgeführt worden. Das war eine ganz typische Vorgehensweise, wobei in Zings Werkstatt vor allem in Sepia lavierte Blätter entstanden sind. Man muss sich vergegenwärtigen, in welchem Zustand die Stadt war, als Zing 1766 hierher gekommen ist. Es war kurz nach dem Siebenjährigen Krieg. Die Stadt war weitgehend zerstört. Vielleicht auch das hat ihn bewogen, zunächst einmal sich in die Umgebung zu begeben, aufs Land, sich die Natur in der Umgebung anzueignen. Und die gefiel ihm sofort sehr gut. Er hat in Briefen nach Hause geschrieben, wie schön die Umgebung Dresdens ist, hat auch Vergleiche gezogen zu seiner Heimat. Vielleicht war das einer der Anlässe, weshalb man später gesagt hat, das ist die sächsische Schweiz, also dieser Vergleich mit der Heimat Zings. Im Grunde genommen blieb die Sächsische Schweiz doch so etwas wie ein zentrales Thema für ihn. Also man muss sich das so vorstellen, dass man natürlich im Winter in der Akademie vor allem mit Kopieren und Zeichnen nach Vorlagen beschäftigt war. Und im Sommer dann konnte man eben auf Wanderungen gehen. Er hat dann so 6, 7 Schüler mitgenommen, hat auch sehr schön in seinen Zeichenschulen dann sich darauf bezogen und beschrieben, wie viel Freude ihm das gemacht hat, gerade dieses Erlebnis der Landschaft, auch das Ergründen der Landschaft mit den Schülern. Adrian Zegen ist aber uns natürlich bekannt als ein topografisch genauer Zeichner, der reale Landschaften wiedergibt, der in die Landschaft hinausgeht und dort die Natur vor Ort festhält. Und das ist
Etwas, was er in Paris bei Ville insbesondere gelernt hat, auf sogenannten Zeichenexkursionen. Das waren eigentlich zwei wichtige Aufgaben des Landschaftsdarstellers. Es war zum einen die Wiedergabe von bereits bestehenden Landschaftsbildern für in Reproduktionsstichen, aber auch in gezeichneten Kopien. Und das andere Interesse, was bei Zing dann immer mehr, gerade in seiner Dresdner Zeit, in den Vordergrund rückte, war das Zeichnen in der Natur und nach den topografisch dort aufgefundenen Ansichten. Von einer Reise an den Lac de Joux im Schweizer Jura schrieb Aberli an seinen ehemaligen Schüler Zing 1774, also als Zing etwa 8 Jahre schon in Dresden war. Es ist mir nicht unbekannt, dass die Natur überall Dinge darbietet, aus denen man mit Geschmack und guter Auswahl reiche Ausbeute zu ziehen vermag.